Hallo YouTuber und willkommen zu einer neuen Folge VTS 5. Ihr wisst schon, ca. 5 Minuten, in denen ich das nerdige, geekige Zeug der letzten Woche zusammentrage. Fangen wir an. Amazon hat sich diese Woche was ganz Schönes geleistet. Und zwar haben sie einem Nutzer, der so eine Datenherausgabe nach DSGVO gestellt hat, ungefähr 1700 Sprachkommandos eines anderen Nutzerhaushalts zukommen lassen. So, der hat sich dann das angehört und hat sich gedacht, wow, das bin ich gar nicht. Ich glaube, der Typ hat gerade noch nicht mal irgend so einen Alexa-Sprachassistenten gehabt. Hat sich dann an Amazon gewandt. Die haben anscheinend erstmal nicht drauf reagiert. Darauf ist er dann, glaube ich, zur CT oder so gegangen. Die haben sich das Ganze angeguckt, konnten dann auch den anderen Nutzer anscheinend identifizieren oder den Haushalt, weil es waren mehrere Stimmen da. Naja, und jetzt sagt Amazon, das war ein menschlicher Fehler. Ist natürlich eine interessante Sache. Da kommt wieder so Sachen hervor, wie zum Beispiel, dass Amazon die ganzen Sprachkommandos natürlich auch speichert. Das könnt ihr alles auch einsehen. Und übrigens nicht nur Amazon, auch alles, was ihr mal Google gefragt habt, das wird auch online gespeichert. Oder eure kompletten Google-Suchanfragen. Macht euch da schlau, geht in eure jeweiligen Konten und guckt euch da einfach mal an. Ist natürlich, also jetzt unabhängig vom naja, was alles gespeichert wird, finde ich das hier und da auch immer sehr interessant, einfach mal zu sehen, naja, was habe ich letztes Jahr um die Zeit gesucht oder habe ich diese, naja, auf dieser Fete wurden so, es sind andere Sachen, was man sich da alles nochmal anhören kann, gerade bei den Sprachkommandos. Ich bin aber gespannt, wie die Sache jetzt für Amazon weitergeht, weil eigentlich ist ja sowas mit der DSGVO und Datenschutznummern, das ist ja eigentlich, viele geiern da jetzt wirklich drauf rum und erwarten mal die hohen Strafen. Aber ich sag mal so, wenn es wirklich ein menschlicher Fehler war und wenn es bei diesem einen Fall bleiben sollte, mal gucken, was da sonst noch kommt. Für den zweiten Aufreger der Woche hat Apple so ein bisschen gesorgt. Und zwar gibt es ja seit Start der neuen iPad Pro Modelle, dass einige Nutzer darüber berichten, dass ihre Geräte verbogen sind und zwar auch schon gebogen geliefert wurden. Daraus gab es dann, glaube ich, bei The Verge diese Woche den Artikel, die iPad Pros, Apple hat gesagt, die iPad Pros können verbogen sein, aber dann ist es kein Produktionsfehler, sondern es ist normal, aber und kein Grund zur Sorge. Das sorgte natürlich dann für Irritation und Aufregung, wenn dann einer sagt, hey, ich kaufe hier für 800, 900 Euro ein iPad Pro und das wird verbogen geliefert, habt ihr einen Schatten und das als normal zu bezeichnen. Das sind aber nach wie vor, also ich meine, ich habe jetzt 6, 7 neue iPad Pros gesehen und keins davon auch nur ansatzweise verbogen. Natürlich verstehe ich auch die Aufregung und unabhängig von 900 Euro iPad Pro oder 300 Euro iPad, ich glaube auch, wenn meins verbogen geliefert würde, würde ich auch bei Apple direkt sagen, nee Leute, hier, nehmt das mal bitte direkt zurück, ich kaufe mir neues oder gebt mir direkt mal neues oder wenn sie es nicht umtauschen wollen, dann nehmt das zurück und dann kaufe ich mir halt ein neues. Apple hat dann auf den Verge-Artikel und auf andere Artikel dann reagiert, so nach dem Motto, ja, das, was wir da gesagt haben, war aber kein offizielles Statement. Die neuen iPad Pros sind so stabil gefertigt wie noch nie und sollten sie mal verbogen sein, dann ist es nicht wirklich schlimm, beziehungsweise beeinträchtigt nicht die Funktionsweise der Geräte und die Verbiegung sollte sich, also wenn es einmal verbogen ist, also es wird nicht noch verbogener. Finde ich natürlich auch eine unbefriedigende Antwort. Eigentlich, meiner Meinung nach, sollte Apple da auch hingehen und sagen, Leute, wenn ein verbogenes iPad hat, was so aus der Box kommt und nicht halt willentlich, also diese ganzen Bandvideos, wie kann man das nur vernünftig, also funktionierenden Geräten antun? Also Apple sollte sich meiner Meinung nach hinstellen, ne, wenn es verbogen ankommt, sollten sie es natürlich problemlos zurücknehmen. Genauso wie bei, was weiß ich, bei Pixelfehlern oder sowas. Ne? Das, ja. Und die zweite Apple-Meldung, die diese Woche die Runde gemacht hatte, war wieder der Streit mit Qualcomm. Qualcomm und Apple kloppen sich ja die ganze Zeit wegen Patenten, wegen Zahlungen, wegen Weitergabe von Informationen und. In Deutschland gab es jetzt in München ein neues Urteil in dem Fall. Und zwar kann Qualcomm, wenn sie denn Sicherheitsleistungen hinterlegen, auch verlangen, dass Apple den Verkauf der iPhone 7er und 8er einstellt. Apple ist darauf hingegangen, hat gesagt, natürlich legen wir darüber gegen Berufung ein, aber es geistert jetzt auch schon die ganze Zeit die Meldung rum, dass Apple nur in seinen Stores keine 7er und 8er iPhones mehr verkaufen wird. Im Moment, ich habe gerade noch nachgeguckt, könnte ich problemlos bei Apple selber bestellen und auch morgen im Apple Store abholen. Natürlich, die werden wahrscheinlich auch noch das Weihnachtsgeschäft mitnehmen wollen. Bin mal auch da. Ich glaube schon, dass das in der nächsten Instanz dann wieder gekippt wird. Oder meine Hoffnung, Apple und Qualcomm einigen sich einfach wieder. Aber da geht es natürlich auch um jede Menge Geld. Von Apple kommen wir nach Südkorea. LG hatte ja das V40 Think oder ThinQ vorgestellt. Das ist jetzt schon einige Monate her. Sollte erstmal nicht nach Deutschland kommen. Jetzt gab es die Pressemitteilung, dass das Gerät Ende Januar auch nach Deutschland kommt. Das ist natürlich ein Zeitpunkt, wo ich dann auch sage, Ende Januar,
Das ist nicht, mit, dann noch mit dem 845er zu kommen und bei den anderen Herstellern, sei es Samsung, sei es Huawei, die werden darauf in den nächsten Wochen mit ihren neuen Galaxies kommen, mit ihrer neuen P-Serie kommen. Das ist dermaßen sicher. Ich verstehe einfach nicht bei LG, warum die dann, wenn sie neues Flagship haben, das erstmal gar nicht mehr nach Deutschland bringen und dann doch kommen, aber dann zu so, ich weiß nicht, vielleicht kommen die ja mit einem knaller Preis, dass man dann sagen kann, ja, dafür wird es interessant. Ich persönlich glaube aber nicht dran. Wenn man aber auch die Zahlen sich von LG anguckt, gerade was die in Europa oder gerade in Deutschland auf dem Smartphone-Markt reißen, dann kann ich es auch nicht, also dann verübel ich es ihnen nicht mehr so sehr, dass sie den deutschen Markt dermaßen vernachlässigen. Aber auf der anderen Seite, dann können sie es auch komplett eigentlich lassen. Also ich meine, so entweder will ich da Umsatz machen und meine Geräte verticken oder halt nicht. Und dann komme ich nicht 4, 5 Monate später erst und sage, guck mal hier, können wir jetzt auch kaufen. Von Südkorea einen noch rüber nach China. Xiaomi bringt morgen oder soll angeblich morgen neues Play, ein Gaming-Smartphone vorstellen. Da denke ich mir auch, Name Play und ein Gaming-Smartphone. Woher kommt mir das dieses Jahr nur so sehr bekannt vor? Finde ich natürlich auch sehr interessant, die Chinesen, dass die das dann am 24. machen. Aber mal gucken, was dann vorgestellt wird. Gibt ja auch schon wieder Gerüchte. Sehr interessant wird natürlich an dieser Stelle wieder der Preis werden. Ansonsten war diese Woche nicht wirklich viel los. Ich meine, Jahrestag der Apollo 8 Mission, das erste Mal, dass Menschen da bemannt den Mond umkreisten und dann dieses coole Bild von der Erde schossen, so unten noch die Mondlandschaft und dahinter dann die Erde. Fand ich natürlich richtig schön. Gerade eben noch den Tesla-Start geguckt oder den SpaceX-Start geguckt und dann gab es diese Woche noch ein paar neue Trailer. Hellboy, ne, wird jetzt nochmal neu gemacht. Ja, sag okay aus, dass es natürlich jetzt andere Schauspieler sind. Mal abwarten. Dann Man in Black wird jetzt auch nochmal neu gemacht. Man in Black International mit den Thor 3 Schauspielern wieder als Duo. Ja, mal abwarten. Dann gab es den ersten Trailer der Doom DC Serie. Mal gucken, was da noch kommt. Aber meine Unterhaltung der Woche ist Bird Box auf Netflix. Ist ein neuer Film, ist als bei Netflix, ich habe jetzt endlich mal nachgeguckt, ein Horror-Thriller. Hätte ich mal vorher lesen sollen, weil ich habe den abends geguckt, wusste von nichts und dann kommen dann doch, was soll man sagen, leichte Schockmomente hier und da. Fühlte mich gut unterhalten. Für mich mit der beste Netflix-Film oder vielleicht sogar der beste Netflix-Film. Sandra Bullock in der Hauptrolle, nervige Kinder auch zum Aufregen, noch ein paar andere Schauspieler, die man hier und da auch kennt. Fand ich wirklich unterhaltsam gemacht, aber halt nichts für schwache Nerven beziehungsweise Leute, die mit ganz viel Fantasie sich da ein Monster vorstellen können oder sowas. Aber ne, knappe 2 Stunden. Doch, hat mir sehr gut gefallen, wenn man denn auf so Horror-Thriller, End-of-the-World-Dinger dann stehen mag. Heute ist der 4. Advent, morgen ist schon Heiligabend. Bedeutet, Feier des Tages, es gibt ein neues QWERTY. Und warum? Guckt mal hier, ich habe den Marvin, den manisch-depressiven Roboter aus Per Anhalter durch die Galaxie und unten No Hope. Und das andere habe ich schon wieder vergessen, was da drunter stand. So, das soll es gewesen sein mit VTS 5. Folge 371 ist vorbei. Euch allen schönen Start in die Woche. Fröhliche Weihnachten, schöne Weihnachtszeit und macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss! Ausgabeanspruchs nach DSGVO gestellt hatte, ungefähr 17...